Hallo, hier spricht Stefan Leininger und in diesem Video möchte ich die Vor- und Nachteile von einem Ganzkörpertraining erläutern im Vergleich zum Split-Programm. Viele denken ja, ein Ganzkörpertraining wäre in erster Linie was für Anfänger. Dass dem nicht so ist, möchte ich jetzt euch mit diesem Video mit den Vorteilen aufzeigen. Kommen wir erstmal zu den Nachteilen eines Ganzkörpertrainings. Viele Fitnessathletinnen und Athleten behaupten, ja, wenn ich jetzt alle Muskelgruppen in einer Einheit beanspruche, dann leiden bestimmte Muskelgruppen darunter und dann ist meine Entwicklung beeinträchtigt und das ist dann der Grund, auf ein Split-Training umzusteigen, wo ich mich dann eben auf bestimmte Muskelgruppen mehr fokussieren kann. Das stimmt soweit natürlich, aber jetzt kommen wir mal auf die Vorteile eines Ganzkörpertrainings zu sprechen. Erstens, wenn ich alle Muskelgruppen in einer Einheit beanspruche, dann fühle ich mich einfach super gut. Noch ein bisschen besser, wenn ich jetzt nur, was weiß ich, Rücken und Schulter beansprucht habe im Split-Programm. Wenn ich alles trainiert habe, das ist einfach geil. Ein weiterer Vorteil wäre die bessere Flexibilität. Wenn ich mal ein, zwei Tage keine Zeit habe, ist nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt ein Split-Programm mache, wo dann wichtiger ist, die Pausen zwischen den Einheiten richtig einzuhalten, also nicht zu lange Pausen zu haben. Beim Ganzkörpertraining ist dann halt ein bisschen flexibler, ja. Dann, dritter Vorteil wäre, ich habe eine verstärkte Produktion von Anabolen, aufbauenden Hormonen, insbesondere Wachstumshormon und Testosteron, die wo eben für den Fortschritt verantwortlich sind. Da kommt eben kein Split-Training ran. Das ist beim Ganzkörpertraining am besten zu erreichen. Das ist der größte Schock für den Körper. Und da werden dann eben auch entsprechend diese Hormone verstärkt produziert, was dann auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist, um bestmöglichste Erfolge zu erzielen. Der vierte Grund, warum ein Ganzkörpertraining besser sein könnte wie ein Split-Programm, ist die leichtere Umsetzung, was die Trainingshäufigkeit anbelangt. Das bedeutet, laut Wissenschaft verändert sich im positiven Sinne oder wächst Muskel maximal 48 Stunden von der Proteinsynthese her. Das heißt, wenn ich jetzt einen Muskel trainiert habe, Fortschritt 48 Stunden und dann ist es vorbei. Bei einem entsprechenden Split-Training, wo ich einen Muskel etwa nur einmal in der Woche intensiv beanspruche, habe ich dann einmal in der Woche einen Trainingsreiz. Wenn ich jetzt aber ein Ganzkörpertraining mache und ich trainiere eben dreimal in der Woche, dann habe ich dreimal in der Woche einen Trainingsreiz. Und das soll wohl laut Wissenschaft besser sein für einen schnelleren Muskel- und Kraftzuwachs. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ich teste das jetzt mal dreimal in der Woche ein Ganzkörpertraining every other day, also jeden zweiten Tag, Montag, Mittwoch, Freitag als Beispiel. Und arbeitet dann mit natürlich geringerer Intensität, also ein bisschen cooler und das werde ich jetzt noch ein paar Wochen machen und euch dann sagen, was passiert ist. Kurz noch zum Ganzkörpertraining, warum ihr das vielleicht mal testen solltet. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, früher die ganzen Bodybuilding Champions, die ja auch super Körper aufgebaut haben, Greg Park, Leroy Colbert, das war der erste Bodybuilder mit dem 50er Oberarm, oder auch Steve Reeves. Damals gab es nur Ganzkörper-Trainingsprogramme, damals gab es überhaupt gar nichts anderes. Also jeder hat dann zwei oder dreimal in der Woche eben den gesamten Körper trainiert, also einen Ganzkörperplan, und die hatten alle perfekte Körper, also Muskelmasse und kraftmäßig Wahnsinn. Die ganzen Split-Programme, muss man sagen, sind erst dann in Mode gekommen, wo auch die Dopingmittel verstärkt populär wurden. Und mit Ganzkörpertraining gab es also schon früher fantastische Körper. Warum soll das nicht heute noch funktionieren? Selbst Arnold Schwarzenegger hat den Großteil mit seiner Muskelmasse mit dreimal in der Woche stattfindendem Ganzkörperprogramm aufgebaut. Da könnt ihr mal im Internet schauen, The Golden Six oder Arnold Schwarzeneggers Golden Six Workout oder Routine, irgendwie so. Also er hat mit 6 Übungen, mit ein paar Sätzen, dreimal in der Woche seinen ganzen Körper trainiert und hatte also schon beachtliche Ergebnisse erzielt.
Von daher auf jeden Fall mal ein Grund zu überlegen, vielleicht back to the roots, wieder Ganzkörpertraining zu starten, gerade wenn man schon längere Zeit keine Ergebnisse erzielt hat oder stagniert, dann muss man einfach mal komplett was Neues tun, was anderes tun. Das war es auch schon vom Video. Wenn das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, sofern noch nicht geschehen. Ihr dürft euch aufs nächste Video freuen, weil da werde ich dann einen sinnvollen, aufgebauten Ganzkörperplan erklären. Bis denn!